Willkommen zurück zum zweiten Teil des Space Talk. Bei mir im Studio ist Maria Schönbächler, Kosmochemikerin von der ETH Zürich. Maria, du warst über Weihnachten, Neujahr im Schnee, allerdings nicht irgendwo in den Bergen in der Schweiz. Wo warst du genau? Ich war im südlichen Sommer, wo es aber auch sehr viel Schnee gibt, nämlich in der Antarktis. Wow, was hast du dort gemacht? Ich war Meteoriten suchen. Ich wollte neue Meteorite finden oder neue Gebiete, wo man Meteoriten finden kann. Und das war das erste Mal, dass du da warst? Für mich ist es das erste Mal auf Meteoritensuche, obwohl ich Meteoritenforscherin bin, und auch das erste Mal in der Antarktis, genau. Und wie war das so für dich? Es war ein Abenteuer, also ich empfinde es als ein Privileg, dass ich dahin gehen konnte. Weshalb reist man in die Antarktis, um Meteoriten zu suchen? Also Meteoritenforschung, das ist mein Fachgebiet. Und vielleicht muss ich mal so anfangen. Mein Forschungsgebiet, wo ich wirklich dafür brenne, ist die Entstehung des Sonnensystems, die Entstehung der Planeten. Und um das zu studieren, braucht man Meteorite. Weil Meteorite, die kommen vom Asteroidengürtel, von Körpern, die während 4,5 Milliarden Jahren nicht verändert wurden. Aber dieses Material, diese Meteorite auf der Erde, die sind limitiert. Und ein Ort, wo man die finden kann, ist die Antarktis. Warum ist das so, kann man sich fragen. Mal das eine ist, Meteorite, die haben eine Schmelzkruste, sind meistens schwarz an der Oberfläche, die Antarktis ist weiß, kann man gut erkennen. Das ist aber nur ein Teil. Der andere Teil ist, die Antarktis ist von einem Gletscher bedeckt. Der Gletscher ist Millionen von Jahren alt. Und über diese Millionen Jahre sind Meteorite runterbekommen und auf dem Gletscher gefallen. Und der Gletscher hat diese Meteorite dann eingebettet. Also das ist gewachsen, wie man das auch in den Alpen kennt. Der Gletscher wächst, dann transportiert er das Material und irgendwo schmilzt er wieder. In der Antarktis gibt es Gebiete, wo der Gletscher nicht schmilzt, sondern durch starke Winde abradiert wird. Und wenn das passiert, verschwindet das Eis, aber nicht die Gesteine, die Meteorite, die da eingebettet wurden. Das heißt, die Meteorite kommen dann wieder an die Oberfläche und man kann sie einsammeln, wenn man weiß, wo. Okay, jetzt, wenn ich Antarktisreise höre, dann sehe ich so Hochglanzprospekte mit teuren Luxusjachten, die dorthin fahren. Du bist also da so total pompös in die Antarktis gefahren. Also ich war auf der belgischen Station und die ist auf der Seite von der Antarktis, wo auch Südafrika ist. Das heißt, das erste Reiseziel war Cape Town, Kapstadt. Dann von Kapstadt in die Antarktis sind wir mit einer russischen Maschine geflogen, einer sogenannten Ioshin. Also das ist mir so eine Militärmaschine, nicht gut isoliert. Es ist schon ein Abenteuer, mal in eine solche Maschine geflogen zu haben oder das Erlebnis gehabt zu haben. Man könnte ja auch mit einem Schiff gehen, aber das dauert viel länger. Jetzt, du bist ja eben nicht zum Spaß dort runtergegangen. Ich sage runter, weil es ist unten am Planeten, aber es ist ja überall, ist man eigentlich oben. Aber du bist dorthin gefahren und hast dort gearbeitet. Wie ist das so? Wie muss man sich das Leben und Arbeiten in der Antarktis vorstellen? Das ist eine gute Frage, weil es gar nicht so einfach ist. Auch wenn es Sommer ist, sind die Temperaturen meistens weniger als 0 Grad. Es kommt ein bisschen darauf an, wo man hingeht. Wir gingen zur belgischen Station. Die belgische Station ist etwa 200 Kilometer von der Küste entfernt, in der Nähe von Bergen. Es ist etwa auf 1500 Meter. Das heißt, die Temperaturen sind da meistens minus 10, minus 15 Grad. Das Problem ist nicht so, dass es so kalt ist, aber dass es öfters diese starken Winde gibt. Und man kennt das vom Skifahren, wenn man oben auf dem Berg ist und es zieht, ist es noch viel kälter als ohne Wind. Nur beim Skifahren geht man ins Restaurant, wärmt sich wieder aus. In der Antarktis ist das nicht so einfach. Es gibt die belgische Station als ein Zentrum. Das ist eine Pflicht. Man kann es vielleicht vergleichen mit der Monte Rosa SAC-Hütte. Ist vielleicht ein bisschen ähnlich. Da ist man ein kleines Team, wo man leben kann, wo alles darauf ausgerichtet ist, dass man auch ein bisschen zum Beispiel duschen kann. Aber alles muss natürlich recycelt werden. Man möchte keinen Müll in der Antarktis zurück
lassen. Jetzt für unsere Mission, wir waren vor etwa 2 Wochen auf dieser belgischen Station, wo wir da mit Schneemobilen losgefahren sind, um Meteoriten zu suchen. Das andere, was wir gemacht haben, war ein Biwak. Da waren wir also in Zelten. Also so übernachtet im Zelt in der Antarktis? Mhm. Ist erfrischend, weil im Zelt ist dann am Abend minus 15 Grad und man muss in den Schlafsack. Das kann sehr frisch sein. Das Spezielle hier war, dass wir haben ja Sonne. Es ist Mitternachtssonne, praktisch die ganze Nacht scheint die Sonne. Wir waren so ein bisschen in einer Mulde, das heißt abends um 7 bis morgens um 5 hatten wir keine Sonne. Da war wirklich sehr kalt im Zelt, minus 15 oder so. Aber dann morgens um 5 hat die Sonne auf das Zelt geschienen und die Temperaturen stiegen bis 30 Grad. Also da hat man dann die Sauna und die Sommer auch gehabt. Wow, schön. Also diese Spanne zwischen eiskalt und angenehm warm. Diese Expedition, wie kommt so eine Expedition zustande? Also da braucht es verschiedene Dinge. Also das eine ist die belgische Station, die quasi so als Hauptlager dient, wo man die Logistik hat, wo das Essen hingebracht wird. Und das andere ist, man muss natürlich die Wissenschaft mitbringen. Also man muss ein Proposal schreiben und sagen, okay, man möchte diese und diese Gebiete absuchen, weil aus diesem Grund könnte da viel Meteorite sein. Also es sind meistens so Blaueisfelder, wo diese Meteorite angereichert sind, wo eben der Wind das Eis abradiert oder geschliffen sozusagen. Genau, hat. Hat. Und wir waren eine Crew von 2 Belgier, die dann auch Kontakt haben natürlich zur belgischen Station, eine Amerikanerin und ich von der Schweiz. Wir haben zusammen das aufgezogen. Bis jetzt hast du immer diese Meteoriten ins Labor geliefert bekommen. Jetzt konntest du selber dorthin gehen. Was ist das für ein Gefühl, zum ersten Mal dann tatsächlich selber nach Meteoriten zu suchen? Ja, ich meine, es ist eigentlich unbeschreiblich, weil normalerweise findet man keine Meteorite. In der Schweiz ist es sehr unwahrscheinlich, jemals einen Meteoriten zu finden. Und wenn man dann auf dem Eis ist und tatsächlich da einen Meteoriten liegen sieht, das ist ziemlich wow. Aber wie muss ich mir jetzt das vorstellen? Also ich gehe jetzt da raus aus der Station, wandere ein paar Meter oder Kilometer raus und dann schaue ich mal herum, wo liegt jetzt was rum? Oder wie macht man das? Nicht ganz so. Also der erste Schritt war, Satellitenbilder auszuwerten und zu schauen, wo sind diese Gebiete, wo man solche Meteorite finden kann. Und das sind meistens Gegenden, wo nicht mit Schnee bedeckt sind, sondern wo das blaue Eis des Gletschers an der Oberfläche ist. Also man wählt zuerst aus, da möchte man hin. Das sieht man auf Satellitenbildern? Das sieht man auf Satellitenbildern. Man sieht nicht, ob es da Meteorite gibt. Man sieht einfach, dass es blaue Flächen hat, weiße Flächen, Berge. Und die blauen Flächen am richtigen Ort können Meteorite haben an der Oberfläche. Das heißt, man wählt das aus, dann spricht man sich mit dem Führer ab, weil es gibt Gletscherspalten, es ist nicht ungefährlich. Man muss wissen, was man da tut und wo man durchgehen kann. Man möchte nicht in eine Gletscherspalte enden, das wäre nicht schön. Und dann geht man systematisch dahin. Wir sind mit Schneemobilen unterwegs gewesen. Wir waren 4 Leute plus unser Führer. Das heißt, wir haben dann systematisch diese blauen Eisflächen abgefahren und tatsächlich Meteorite gefunden. Und wenn man dann nun so einen potenziellen Stein da liegen sieht, wie geht man da vor? Geht man hin und schau mal? Nein, nicht anfassen, weil wir wollen die Meteorite möglichst im ursprünglichen Zustand. Und es gibt auch Meteorite, die organisches Material drin haben. Man möchte nicht irgendwelche Hände, unsere DNA daran haben und all diese Dinge. Das heißt, zuerst geht man dann hin, kniet sich nieder und schaut das mal genau an. Ist es ein Meteorit oder ist es einfach ein Gestein von einem Berg? Und wenn man dann das anschaut, vielleicht eben diese Schmelzkruste sieht, denkt man, ja, ist ein Meteorit. Und dann dokumentiert man den Meteoriten, fotografiert und packt den Meteoriten ein, aber mit Handschuhen, mit Plastik, sodass man den Meteoriten selber nicht berührt. Du hast gesagt, ihr habt Meteoriten gefunden. Wie viele habt ihr da eingesammelt? Wir haben 5 gefunden, das sind relativ wenige, weil es gibt Gebiete, die sehr angereichert sind, die bekannt sind, aber wir wollten ja neue Gebiete entdecken und viele Gebiete haben wir dann festgestellt, nein, da gibt es nichts. Aber wir haben sie gefunden, wir hatten 5.
Einer ist ganz speziell, er ist 7,6 Kilo schwer, also so ein kopfgroßer Meteorit, und das ist außergewöhnlich. Das ist verrückt, ja. Ja. Also in der Antarktis hat man schon über 40.000 Meteorite gefunden. Vom Gewicht her ist unser, der große, Nummer 105. Also 105 von 40.000 ist ziemlich weit vorne. Das ist ja unglaublich. Ja. Also da, wie war denn da die Stimmung, als man den gefunden hat? Also um ehrlich zu sein, so ich zuerst, nein, kann nicht sein. So, geht nicht. Aber natürlich haben wir uns sehr gefreut, dass wir den gesehen haben. Und für einen Meteoritenforscher, wenn man den im Feld sieht, weiß man sofort, ja, das ist ein Meteorit. Und man macht ja eine Beurteilung, nehme ich an, vor Ort. Was könnte es das für ein Meteorit sein? Aber man kann ja die effektive Herkunft, die Inhalte, die bestimmt man dann in der Analyse. Aber habt ihr da schon gesehen, das ist ein spezieller Meteorit, oder? Ja, also ich meine, wir haben ja ein bisschen Erfahrung, obwohl wir zum Beispiel ich noch nie einen gefunden habe vorher, nie gesehen habe. Aber nein, eben nicht. Ich habe Meteorite gesehen. Und nur vom Anschauen war es für mich eigentlich klar, das ist ein sogenannter gewöhnlicher Chondrit. Aber um das zu bestätigen, muss man natürlich nachher ins Labor gehen und den genau analysieren. Und das andere, was wichtig ist für diese Analysen, die liegen ja im Schnee. Wenn man den einpackt, der ist gefroren, hat wahrscheinlich auch ein bisschen Eis. Wir haben den dann eingepackt, in eine Kühltruhe gestopft und der ist in der Kühltruhe bis nach Belgien, nach Brüssel, dann geflogen worden, über Kapstadt auch. Und jetzt wurde er in kontrollierten Bedingungen in Belgien aufgetaut. Der Grund ist, er hat auch Metall drin und man möchte nicht, dass das Metall rostet. Also man muss man den unter kontrollierten Bedingungen auftauen. Und was passiert jetzt mit diesem Meteoriten? Also, weil es so ein schönes Stück ist, möchten wir den natürlich möglichst nicht zerstören. Also wir werden kleine Proben nehmen, wir werden den analysieren und richtig klassifizieren, um zu schauen, ist unsere, was wir denken, was es ist das richtig? Diese gewöhnlichen Chondrite sind welche, die vom Asteroidenkörper kommen, von einem Asteroiden. Wenn sich das bestätigt, können wir dann das weiter für unsere Sonnensystemforschung benutzen. Und du bekommst dann auch nach Zürich so ein Stück von dem? Ja, also wir haben ein Abkommen, also wir haben ja Amerika, Belgien und Schweizer, die beteiligt sind, dass wir jeden einen Anteil bekommen. Jetzt für einen so großen Meteoriten, wir wollen den nicht zerstören. Ich glaube, der wird wandern von Belgien in die USA, in die Schweiz, wo man den auch in Ausstellungen brauchen kann. Aber wir werden an einem Ort natürlich auch Proben entnehmen. Ansägen und ein Stück. Ja, genau. Ja. In der Antarktis, da hat es kaum Lichtverschmutzung. Bist du da am Abend auch mal rausgegangen und hast dann den Nachthimmel geschaut? Ja, ich hätte das sehr gerne gemacht. Die Sonne hat geschienen die ganze Zeit. Kein Nachthimmel. Aber sonst, wann hast du das letzte Mal den Nachthimmel selber angeschaut? Das ist eine gute Frage eigentlich, als ich das letzte Mal in meiner ursprünglichen Heimat war, in Einsiedeln. Und was macht es mit dir, wenn du an so, ich sage jetzt mal, ohne im Labor zu sein, einfach unter dem Sternenhimmel stehst? Ja, also vor allem eben, wenn man so ein bisschen in den Alpen, weg von der großen Stadt, von der Lichtverschmutzung ist, nach die Milchstraße schon schön sieht, die vielen Sterne. Ich finde es einfach faszinierend. Wie bist du zum Weltall gekommen? Ja, das ist eine gute Frage. Also ich meine, den Nachthimmel habe ich schon immer faszinierend gefunden. Und die Planeten selber ebenfalls. Das war einfach so, wie man als Kind hat manchmal, das finde ich cool oder das nicht. Aber mein Weg war nicht direkt, dass ich als Kind habe ich nicht gedacht, ich werde jetzt Astronom oder ich werde Kosmochemikerin. Ich wusste eigentlich nicht mal, dass man Kosmochemiker werden kann. Also mein erster Traum war Bäuerin, bis ich dann festgestellt habe, ach, ich liebe Tiere, aber meistens sind es die Männer, die mit den Tieren arbeiten. Nein, ich mochte die Sterne schon immer. Ich mochte aber auch Steine. Also als wir das erste Mal im Tessin in den Ferien waren, habe ich Steine gesammelt, die weißen. Das waren Quarz. Schlussendlich war es so, dass ich zuerst eine Postlehre gemacht habe, Geld verdient habe und dann gefunden habe, ich möchte was Spezielles machen. Dann die Matur nachgeholt und da gemerkt, Naturwissenschaften sind cool. Astronomie wäre ich
hätte ich eigentlich gerne gemacht, aber habe dann gesehen, da ist so viel Mathe und Physik. Wenn man Geologie studiert, hat man Mathe, Physik, Biologie, alles zusammen. Darum habe ich Geologie studiert. Das hast du an der ETH studiert, hast dich mit Gestein sozusagen herumgeschlagen, aber irgendwann sind dann die Meteoriten dazugekommen. Gab es da einen speziellen Grund? Also wie gesagt, Sterne fand ich schon immer spannend, Planeten fand ich spannend. Als ich dann mein Studium fertig hatte an der ETH, gab es einen neuen Professor, der gekommen ist, der eine Doktorarbeit im Bereich Meteoriten angeboten hat. Und da, was ich das gesehen habe, habe ich gesagt, oh ja, das möchte ich. Und ich habe die Doktorstelle bekommen und da ein Doktorat gemacht. Heute leitest du an der ETH die Gruppe der planetaren Geologie, Geochemie. Wie muss man sich das vorstellen, der Alltag bei dir? Wie läuft das so ab? Kommt darauf an, welcher Anteil der von mir oder von meiner Gruppe. In meiner Gruppe gibt es Doktoranden, die forschen. Also die sind dann relativ viel im Labor. Die analysieren Meteorite. Die lösen Meteorite auf, auch um ihre Messungen zu machen. Das ist manchmal was mir fast leid tut, wenn man so einen Meteorit zerstört. Aber das ist Teil davon. Für mich der Alltag ist, eine Gruppe zu leiten. Und dann gebe ich viel Vorlesungen, mit Studenten zusammenzuarbeiten. Und das finde ich auch einen sehr spannenden Teil. Neben der Forschung und Lehre beschäftigst du dich auch mit Chancengleichheit. Was fasziniert dich daran, an diesem Thema? Faszinierend, das ist vielleicht fast der falsche Ausdruck. Es ist faszinierend, wie lange es geht oder immer noch geht, bis wahre Chancengleichheit wirklich im täglichen Leben stattfindet. Also was mich ein bisschen beunruhigt ist, dass der Frauenanteil immer noch sehr gering ist, auch in der Weltraumforschung. Obwohl, wenn wir unsere Studentenzahlen an der ETH, Erdwissenschaften, Geologie, das sind sie 50-50, halb-halb. Aber wie weiter man dann hochgeht in der Leiter, wie geringer oder wird dann einfach geringer. Und das sieht man an vielen verschiedenen Orten. Welche Herausforderungen hast du als Frau dann in deinem Berufsweg gesehen? Also für mich, das finde ich immer eine ganz schwierige Frage, weil für lange Zeit hätte ich beantwortet eigentlich keine andere als ein Mann auch. Also wenn man Professorin werden möchte oder diese Forschung bleiben möchte, muss man recht viel Einsatz leisten, weil es gibt nur sehr wenige Stellen. Es ist ein bisschen wie im Spitzensport, das muss immer dranbleiben und ein bisschen mehr geben als 100%. Was ich aber, wenn man für ein Thema brennt, gar nicht schwierig finde. Selber mit diesem Thema wirklich konfrontiert war ich eigentlich erst, als ich an die ETH gekommen bin. Und das hat damit zu tun, dass da in unserem Departement der Frauenanteil sehr gering war. Also zeitweise war ich die einzige Professorin. Und also gut von etwa 15 Professoren. Genau. Und dann wird man als Frau gesehen, wenn man noch genug Frauen hat. Wenn es irgendwie ein Drittel ist, so ist das nicht mehr ein Thema. Da ist man nicht mehr die Frau, sondern einfach Forscher wie alle anderen auch. Die ETH, wo du arbeitest, ist weltbekannt. Wie wichtig ist die Schweiz in der internationalen Forschungswelt? Also ich glaube, das ist eins von den Dingen, wo die Schweiz weit vorne steht. Die ETH, es gibt so Universitätsranking weltweite. Da ist die ETH unter den 10 besten Universitäten weltweit. Und ich glaube, das ist was ganz Wichtiges. Also wir haben keine Rohstoffe, aber was wir haben, ist die Forschung. Wir haben eine gute Wirtschaft, wir haben Innovation. Und die Hochschulen sind da ein Teil davon, ein Treiber von dieser Innovation. Du hast in der Freizeit auch ab und zu mit Science Fiction zu tun. Du liest Science Fiction oder schaust ab und zu Filme. Welche Filme oder welche Romane haben dich besonders fasziniert? Also da bin ich vielleicht ein bisschen Mainstream. Mein Einstieg war Raumschiff Enterprise. Und wenn ich jetzt noch die Originalserien sehe, finde ich das immer noch faszinierend. Die sind vor 50 Jahren gedreht worden.
die sind vor 50 Jahren entstanden. Und ja, viele Dinge da, zum Beispiel auch Frau-Mann-Rolle, sind sehr Stereotyp von der damaligen Zeit. Aber gleichzeitig gibt es so viele Dinge da drin, die heute eigentlich Realität sind. Also wenn man so Dinge sieht wie die Türen, die automatisch aufgehen, das war damals nicht normal, dass man automatische Türen hat. Die gibt es. Das ist ein Detail, für uns ist es jetzt normal. Aber es gibt so viele Dinge in diesen Serien, die damals Science Fiction waren und jetzt Realität. Aber was mich auch extrem fasziniert an Science Fiction ist, ist wie ein Schritt zurück. Und es ist so ein Blick auf, was in unserer Gesellschaft passiert, aber ein bisschen von weiter weg. Das ist ein Spiegel der Gesellschaft. Science Fiction hat mit Zukunft zu tun. Ich möchte noch ganz kurz mit dir in die Zukunft schauen. Wie schaut dein Berufsfeld in den nächsten 10 bis 20 Jahren aus? Wo bewegt sich das hin? Also eine ganz spannende Mission, die erst in 10 Jahren etwa zu Ende kommt, ist die Mission, vom Mars Proben zurückzubringen. Wir haben ein paar Meteorite vom Mars, aber sehr limitiert. Und gerade jetzt werden Proben genommen von einem Rover an der Marsoberfläche. Und die Idee ist, dass die innerhalb von den nächsten 10 Jahren auf die Erde zurückgebracht werden. Und es wäre super schön, diese Proben zu analysieren, Neues zu lernen. Weil all die Meteorite, die wir vom Mars haben, das sind vulkanische Gesteine. Aber da kann man auch Sedimente werden da auch zurückgebracht. Das ist etwas, was wir nicht kennen. Und im Labor kann man die so viel besser analysieren als mit einem Rover an der Oberfläche. Dann hoffe ich doch sehr, dass du irgendwann Proben vom Mars selber im Labor untersuchen kannst. Wir sind leider schon am Ende unseres Talks angelangt. Wenn es Ihnen gefallen hat, schalten Sie das nächste Mal wieder ein beim Space Talk. Und wenn es Ihnen langweilig wird in der Zwischenzeit, schauen Sie ab und zu an den Himmel hoch. Da gibt es ganz viele faszinierende Sachen zu sehen. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Auf bald!